wie sieht's aus? Der weg. Der weg. Oh, die Sonne geht schon auf. Das ist sehr schön. Das zu, doch noch nicht. Da einer hin. Der weg. Da einer hin. Da noch zwei hin. Das heißt, da noch einer hin. Da, da einer hin. Kann man nicht wegnehmen. Das heißt, machen wir so. Ja, doch. Gut, da hinten schwimmt der Creeper. Spinne. Noch eine. Und da hätten wir schon wieder drei Seide. Drei Faden. Und dann kommt noch der Creeper. Hallo Creeper. Und wieder ein paar XP-Kügelchen, das ist sehr schön. Und die Fackel machen wir auch gleich weg. Oh, da ist noch was ich verstecken muss. So, da war noch was, genau. War mehr so. 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 Oh, ganz schön tief hier. Ist hier eine Schlucht oder was ist hier los? Ja, fast. Kann man fast denken, dass hier eine Schlucht ist. So. Dann machen wir mal zu. Um eigentlich auch gleich wieder aufzumachen. Oh, hier fließt noch irgendwo Wasser. Oder? Nee, doch nicht, jetzt ist es weg. So. Irgendwo hier noch Wasser fließen. Ah. Jetzt ist es ruhig. Ja, das dauert wieder einen Moment, bis man das so einigermaßen hat, wie mir das gefällt. Ah, er soll da hochspringen. Nun, endlich. Geht doch. Ich weiß, ich habe es gerade erst hingesetzt. Klingis haben wir auch noch. Das ist sehr schön. Muss ich doch rauf. Ich möchte nämlich hier so einen kleinen Überhang bauen. Und einen kleinen. Also nichts Großartiges oder nichts Wildes. Da drauf, das machen wir dann wieder so. Genau. Au. Sehr schön. Das zu. Das so.
Ja. Oh, da kann man kurz den Erzblock draufsetzen. Das ist sehr schön. Und da sind die auch schon out of Stein. Dann kommt die Erde hier weg. Die kommt auch noch weg. Und da können wir Stein rein. Das kann so bleiben. Nur das da nicht. Das muss ausgetauscht werden. So schäme ich mich hier eigentlich dahin. Der dahin, der weg, der dahin. Wie sieht es jetzt aus? Übrigens möchte ich hier noch ein bisschen weiterziehen. Und da drauf. Machen wir, hätte ich auch so machen können. So, so. Gucken, wie sieht's aus? Sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Das auf der Seite mit Erde kann bleiben. Hier muss ich den Überhang noch ein bisschen verlängern. Und natürlich alles mit Erde auskleiden. So, da sind wir schon wieder out auf Erde. Schon mal ganz gut aus. Na, komm, kriegen wir sie oder? Nein. Bleibt ihr halt da oben. Der ist stört noch, das darf keine Erde sein. Doch, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Das muss noch weg, das noch und das noch. Das gibt's doch gar nicht. Hier ein, da ein, da ein, da ein. Glaubt uns natürlich keiner, dass hier so eine Formation. Ja, klasse. Einfach so über unter Wasser. So hängen kann. Ah, man sollte vielleicht ab und zu auch mal auftauchen. Und ich muss hier was essen, sehe ich gerade. So. Zack. Ach nee, gar nicht. Also einige Steinformationen hätte ich mir sparen können. Gut, hätte jetzt noch ein Stückchen lieber nach vorne gezogen, aber dann müsste ich diese Ecke hier komplett abändern und das möchte ich nicht. Wenn jetzt so reinkommt. Dieser Stein muss noch weg, das stört. Was hatte ich gesagt? Der stört auch.
Aber dann ist das hier im Weg. Komm ich ran? Müsste ich rankommen. Vielleicht doch. Einen haben wir noch. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns das Ganze mit dem Bötchen an. Haben wir hier noch was drin? Oh ja, notfalls Cleanies hätten wir noch. Oder Cleanstone. Bett fehlt noch. Wir müssen sowieso mit dem Boot rüber. Ah, es wird auch schon wieder dunkel, das heißt, man kann sich das mal ein bisschen im Dunkeln angucken. Ja, das stört noch ein bisschen. Nee, geht nicht. Schade. Gucken, wie es aussieht, wenn wir ein bisschen von wegfahren. Ja, okay, man sieht da ein bisschen ausgeleuchtet. Ansonsten geht es eigentlich, finde ich. Fahren wir mal kurz rüber, holen uns die Wolle und dann zumalen wir da noch ein Bett hin. Gucken wir da. Ah, eine halbe Stunde nehme ich ungefähr schon auf. Werden wahrscheinlich auch nicht sehr viele Folgen. Letztes Mal hatte ich ja ungefähr 6 Folgen zusammenbekommen. Werden wahrscheinlich diesmal nicht ganz so viele. Eigentlich sieht das auch gut aus, finde ich. Wenn man so hier aufs Dunkle drauf zufährt. Ja, mit der Schmugglerinsel. Das ist auch schon nicht schlecht geworden, finde ich. Jetzt auch hier und da noch ein bisschen Details reinsetzen. Vielleicht noch den Geheimausgang noch ein bisschen abändern. Ah, Boot kaputt. Gibt's doch gar nicht. Egal. Machen wir uns vielleicht halt ein neues. So schlimm ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir hier einen Holzmangel hätten. Da ist nichts drin. Da ist noch Eisen drin. Sehr schön. Acht. Die kommen mit. Die machen wir gleich noch ans Öfchen. Wolle. Ich hatte doch Wolle irgendwo gesehen. Wolle, sag ich doch. Brauchen aber nur 3. Spinnseide hier, ja. Gut. Daraus machen wir uns auch mal wieder einen Wolle. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können noch 4 Faden bekommen. Achso, genau. Ein Bett. Bett, daran wollte ich genau. Und da haben wir auch schon das Bett für drüben. Oh, da ist eine Spinne. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Ah. Nochmal 2 Faden. Sehr schön. Sind wir jetzt hier rübergekommen wegen Wolle? Ich glaube ja. Alles andere hinten war ja. Oh, ein Zombie. Ist der gerade da gespawnt? Ich dachte, der wäre genug ausgeleuchtet. Anscheinend nicht. Und der ist auch tot. Ach, neues Boot brauchen wir, damit wir nicht schwimmen müssen. Na ja, gut. Eigenartig, dass die da direkt gespawnt sind. Ich dachte, das wäre hell genug. So, weswegen bin ich jetzt hier nochmal reingegangen? Ach, ein Boot. Genau. Immer dieses Alzheimer. Gut, diesmal schmeiße ich es aber gleich hier ins Wasser. Brauche ich nicht rübergehen. Zack. Und da haben wir unser Bötchen und dann geht's hier rüber. Ah, passt doch einigermaßen. Vom Mondstand. Gut. So, wenn man jetzt so drauf zukommt, sieht man diese helle Stelle da. Das ist das, was mir nicht ganz so gefällt.
Ich glaube, vermeiden lässt sich's nicht genauso wie diesen Geheimausgang da hinten. Ansonsten, oh, oben ist Creeper, oben ist was los, oben ist Action. Skelette. War vielleicht doch keine so glanzvolle Idee, alles einzureißen. Oder einfach um die Fackel abzureißen. Ich hab's Gefühl, wir werden da drin. Nein! Och nö! Eigentlich war es zu erwarten, da waren so viele Creeper. Nein! Gibt's doch gar nicht. Aber schnell rüber. Das brauchen wir. Holz haben wir natürlich nicht. Das Gold habe ich auch nicht reingelegt. Ah, kurz. Auch gar nichts mehr. So ein Dreck. Ich hätte mich schlafen legen sollen. Aber ich wollte mir die Insel angucken, wenn sie dunkel ist, oder wenn es dunkel ist, nicht wenn die Insel dunkel ist. Brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Ne, wir nehmen den Baum. Ja. Ah, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Aber schnell. Das passt mir gerade gar nicht. Axt. Wozu brauchte ich jetzt das? Ach, egal. Boot wollte ich bauen. Dazu wollte ich mir eine Axt craften. Um Holz abzubauen. Aber es muss ich sowieso mit der Hand abbauen, um überhaupt Stickies zu kriegen. So. Lauf. Ja, das war ein Kunststück, ne? Außensprung, was im Boot ins Wasser gelegt und noch eingestiegen. Haha. Neues Schwert, neues Glück. Jetzt machen wir dieses Mal aber anders. Diesmal legen wir erst an und gehen dann jagen. Vielleicht haben wir auch Glück, die sind... Nicht gegenfahren! Ich glaube, wir müssen sie so tauchen. Oh oh, gar nicht gut. Oh, mich erschreckt. Bett weg, alles weg. Gibt's doch gar nicht, oder? Nun komm schon. Gehen wir mal auf Tauschstation, da ist noch eine XP-Kugel. Gleich wieder nach oben. Da liegt noch mehr von uns. Geschafft und wieder runter.
Da ist auch unser Bett, sehr schön. So, und... Ah, gut, überlebt.